Jeff hat Hallo? Recht, es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir... wir... Verdammt. Jebedo? So können wir nicht ewig weitermachen. Wir können unter keinen Umständen weiter unser Pensum erfüllen, wenn wir Angst haben, in der Nähe der Netze zu kommen. Entschuldigung, wer seid ihr? Tut mir leid, wir haben heute keinen Fisch. Vielleicht ja wieder, wenn die Zeiten besser geworden sind. Es sind Fischer, die Angst haben, in die Nähe der Netze zu kommen? Ein Moment, Jebedo. Vielleicht sind sie ja die Lösung des Problems. Sie sehen ziemlich danach aus, als könnte man ihnen vertrauen. Ja, so sehen wir aus. Ach ja, das Problem. Verzeiht mir mein Betragen, aber wir sind arme Leute, die mit solchen Schwierigkeiten schlecht umgehen können. Es sind harte Zeiten. Jedes Mal, wenn wir ein Boot zu Wasser lassen, läuft es voll Regenwasser und säuft ab. Amberly, die launische Königin, sie ist es. Nein, ihr müsst einen Eimer nehmen und das leer machen. Ganz ruhig, Tellmann. Worauf er hinaus will. Wir werden von einer Priesterin der launischen Königin Amberly schikaniert. Wir haben keine Ahnung wieso, aber jedes Mal, wenn wir auf Fischfang gehen, sorgt sie dafür, dass es ein Unwetter gibt. Zwei von uns wurden sogar schon auf dem Weg zur Angelstelle weggespült. Aber wir können der Garde nicht beweisen, dass sie dahinter steckt. Wir brauchen jemanden, der sie mit Gewalt dazu bewegen kann, uns endlich Frieden zu lassen. Wir haben nicht viel Gold. Aber ich wäre gerne bereit, euch eine Zauberwaffe aus den Abenteurertagen meines Großvaters zu überlassen. Zugegeben, das ist ein recht bescheidener Lohn für den großen Dienst, den wir euch ersuchen. Seid ihr bereit, uns armen Fischerleuten zu helfen? Euer Angebot ist vielversprechend. Betrachtet es als erledigt. Natürlich nur, solange ihr der Priesterin nichts getan habt und sie deswegen sauer ist, ne? Das sollte sich verstehen. Aha, ich wusste ja, dass man sich auf euch verlassen kann. Sie versteckt sich bei einer kleinen Hütte im Norden. Passt gut auf und beeilt euch, sie hat so ihre Tricks. Viel Glück, meine tapferen Freunde. Das mit dem beeilt euch, greift sie schnell an, bevor sie zaubern können, habe ich schon mal gehört in Beregost. Und da sollten wir drei Unschuldige umbringen. Also werden wir jetzt schön auf der Hut sein. Aber er meinte im Norden. Das kann ja nicht sehr weit weg sein. Oder es ist in der Nähe von Baldurs Tor. Na gut, gucken wir kurz hier. Und wenn das hier nicht ist, dann... Ah, hier schon das Meer. Was Sinn macht, denn sind ja schließlich Fischer und so. Dann wird es echt im nächsten Kartenabschnitt sein. Na gut, dann zeitraffe ich da kurz mal hin und schaue mich dann da um. Okay, also da geht's wirklich nach Norden weiter. Schauen wir uns da mal um. Weil sonst ist hier auf dem Kartenabschnitt ja auch nicht wirklich viel, außer diese riesige, übertriebene Brücke. So, also irgendwo hier am Strand. Also ich gehe einfach mal davon aus, dass es direkt am Strand ist, weil sie ja die Priesterin von Amberly ist. Irgendwo hier direkt am Strand soll eine kleine Hütte sein. Und da wohnt die Hexe. Wenn sie denn wirklich eine Hexe ist. Also wenn sie wirklich bösartig ist. Obwohl sie eigentlich so oder so böse sein muss, weil es eine böse Göttin ist. Die Frage ist jetzt eher, ob sie den Gesetzen nachhandelt oder nicht. Und ob wir dann auf sie losgehen. Das könnte wieder verzwickt werden, aber schauen wir mal. Ich werde es wahrscheinlich so handhaben, dass wenn sie vorher angegriffen wurde von den Fischern, dann tue ich ihr nichts. Wenn sie willkürlich auf die losgegangen ist, dann muss sie sterben. Ja, halt, ihr befindet euch auf meinem Grund und Boden. Wer Waffen bei sich trägt, kommt mir hier nicht herein. Diese schrecklichen Fischer, habe ich mir noch gedacht, haben euch angeheuert oder nicht? Sprecht. Sie haben mich gesandt, aber ich möchte nur wissen, was vorgeht. Was hier passiert, geht euch nichts an. Macht, dass ihr wegkommt, sonst endet ihr genauso wie die hier. Nee, so funktioniert das nicht. Wenn sie dir ein Unrecht getan haben, dann musst du es auch sagen. Sonst hast du Schuld. Ihr schon wieder?
Ich warne euch ein letztes Mal. Verlasst mein Haus oder ich muss davon ausgehen, dass ihr mit meinen Feinden im Bunde seid. Sie haben mich gesandt, aber ich möchte nur wissen, was vorgeht. Das haben wir zwar eben schon gesagt, aber vielleicht klappt es ja jetzt. Sie sind ebenso feige wie hinterhältig, bezahlen andere für das, was sie selbst nicht zu Wege bringen. Noch in dieser Nacht setze ich all dem ein Ende. Die Meere schreien nach Rache. Okay. Also, wie es den Anschein hat, haben sie ihr wahrscheinlich was angetan. Aber sie will einfach nicht rausrücken, was. Na gut, da können wir nichts machen. Wenn sie kämpfen will, kämpfen wir halt. So. Ja, das war das. Schauen wir noch mal kurz in ihre Hütte, vielleicht finden wir da einen Hinweis. Ja, Imoy muss ran. Gold. Kein Schriftstück, die Fischer haben mir was angetan oder so. Aber es wäre auch ein bisschen zu viel verlangt, denke ich. Aber ich wüsste nicht, wie man da einen anderen Lösungsweg hätte nehmen können. Okay, man hätte auch wieder zurückgehen können, vielleicht. Nun gut, wir haben uns dafür entschieden. Ziehen wir das jetzt auch durch. Gucken, was die Fischer zu sagen haben. Das heißt... Nö. Das kann auch warten. Ich schaue mich erstmal hier zu Ende um und danach gehen wir zu den Fischern. Ach, noch ein Ankeck. Wie viele haben wir von uns eigentlich jetzt schon getötet? 12? Das ist die dreifache Quote. Oder war das 4 pro Kopf? Dann haben wir noch ein paar. So, hast du wieder eine komische Schriftrolle? Nee, aber du hast einen Dolch verschluckt. Yummy. Oh, da geht's nach oben. Aber ich denke mal, das geht zum Addon dann, ne? Ja, da geht's zum Addon. Und da geht's irgendwo anders hin. Noch ein neues Gebiet, was wir entdecken können. Ja, ich weiß echt nicht, wie viel ich euch davon antun soll. Also wenn es nach mir ginge, würde ich wahrscheinlich, glaube ich, jedes einzelne Kartengebiet aufdecken. Aber ich stelle mir das nicht sehr interessant für euch vor. Zum Beispiel, weil ich jetzt halt ja eh nur in Zeitraffer rumlaufe, weil eigentlich fast nichts da los ist. In Baldur's Gate 1 ist alles ein bisschen aufgeteilter. In Baldur's Gate 2 hast du in jedem Kartenabschnitt fast überall irgendwas zu tun. Oder irgendjemand, mit dem du sprechen kannst. Hier hast du ganze Kartenabschnitte, wo eigentlich gar nichts drin ist. Nur ein paar Zufallsbegegnungen. Also um das Ganze halt so ein bisschen aufzufüllen, die Welt größer erscheinen zu lassen. Aber es ist halt für ein Let's Play nicht ganz so geeignet. Aber ich denke mal, ich werde mich auf einen Kompromiss einigen. Das heißt, ich mache ein, zwei Gebiete noch, die ich aufdecke. Dann mache ich wieder ein bisschen mit der Hauptquest weiter. Und wenn die Hauptquest sich zu sehr dem Ende neigt, dann fangen wir mit dem Addon an. Weil wenn wir die Hauptquest ganz zu Ende machen, kann man das Addon nicht mehr spielen. Was ich zwar ein bisschen komisch finde, aber ist wohl so geregelt. So, jetzt haben wir das Gebiet hier durch. Okay, dann wieder zurück zu den Fischern. Das heißt, hier ist echt nur die Hütte von ihr. Und die Brücke. Na okay, da könnte was noch was sein, aber ich denke mal nicht besonders viel. Aber ja, wie ich gerade sagte, sehr viel leerer Raum, einfach nur um das Ganze aufzupuffern. So, nein, wir wollen nicht wieder in die Mine. Das ärgert mich so dermaßen, dass wir jetzt einmal hier ganz außenrum... Ich meine, schön, wir haben die Gebiete abgeklappert und noch ein, zwei Quests gemacht, aber... Ja... Das kann man quasi vom Turm aus sehen. So. Dann Zeitraffer ich mal wieder hier runter. Bis gleich. So, der Rest ist auch gleich da. Geruhren kann ich ja schon mal ansprechen. Habt ihr es getan? Habt ihr sie getötet? Sie wird euch keine Schwierigkeiten mehr machen. Talos sei gelobt. Nun kann ich endlich wieder ruhig schlafen. Talos ist aber auch ein böser Gott der Stürme?
Also ich weiß, er ist ein Blitzeschmeißer. Oder verwechsel ich da gerade was? Na gut. Habt ihr gehört, Jungs? Sie ist tot. Gleich morgen kehren wir zu unseren Booten zurück. Und fortan ist uns auf allen unseren Fahrten günstiges Wetter gewiss. Die königliche Schlampe kann uns nichts mehr anhaben. Ihre Meere sind nun uns allen... sind nun unser mit allem, was sich darin tummelt. Und ihr, meine heldenhaften Retter, ihr sollt die Beute erhalten. Seht hier dieses geheimnisvolle Wunder, den Dreschflegel meines Großvaters. Viel Vergnügen damit. Also wollten sie vielleicht einfach nur die Meere überfischen. Die Priesterin hatte was dagegen. Das wird's wohl gewesen sein. Was für Helden wir doch sind. So. Was für ein Flegel ist das? Ein Flegel plus eins. Ja. Kann auch weg. So, langsam haben wir genug Sachen zu verkaufen. Also begeben wir uns mal nach Beregost, gucken, ob unsere Rüstung fertig ist, verkaufen den ganzen Krimskrams und dann schauen wir weiter. Gorion wäre auf eure Taten stolz. Na nu, hier kann man noch was aufdecken. Achso. Ja, Gorion wäre sehr auf uns stolz, denke ich mal. Wir haben überlebt. Wir haben einen sehr guten Ruf. Und wir tun eigentlich nur Gutes. Okay, außer gerade eine Priesterin einfach so umzubringen, weil sie die Meere verteidigt. Das war vielleicht nicht ganz so gut. Aber wir haben es gut gemeint. Das ist ziemlich das Schlimmste, was man sagen kann, oder? Er hat sich immer bemüht. So, na gut. Ich zeitraffer wieder runter zum Schmieden.